Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Lilienstein, vom Dorf zur Stadt zum Eigenheim. Und ja, das Eigenheim, da wächst langsam was. Die Platte, ja, zumindest die Umrandung sind schon mal da. Das erste Portalhaus habe ich auch schon mal hingestellt. Zumindest in Ansätzen, um mal ein bisschen was auszutesten, vor allen Dingen was die Farben betrifft. Die Vorlage baut nämlich mit Sandstein, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust zu, den zu besorgen, deswegen nehme ich Holz. Habe ich schon ein paar Übungen hier gemacht, wie es am besten aussieht. Und ja, viel Arbeit ist noch vor mir, vor allen Dingen Terraforming. Das geht halt in Survival wirklich super langsam. Aber so habe ich es mir ja selbst gewünscht. Inzwischen, ja, war ich nochmal auf meiner Blumeninsel. Da habe ich mir noch Setzlinge geholt für alle möglichen Bäume, sodass wir jetzt hier auch alles haben. Das wächst alles noch im Innenraum. Das ist natürlich noch nicht perfekt, aber zweckgemäß. Momentan. Ich bin auch gerade so ein bisschen paranoid, das erkläre ich später. Ich habe mir noch ein zweites Versorgungsfeld hier angelegt, nur so aus Sicherheitsgründen. Was soll ich denn jetzt damit? Und bin jetzt aber auch schon ganz schnell fertig mit der Übersicht. Heute bauen wir nichts zusammen, wir sind jetzt auch wieder im Survival-Modus, sondern wir machen die Höhlentour, die ich ja versprochen habe. Und vorhin, als ich mich eingeloggt habe, da waren schon die ersten Monster hier. Ist mir gleich ein Enderman über den Weg gelaufen und der erste Creeper kam angewatschelt. Und ich wundere mich, dass es hier so ruhig ist, obwohl hier so viel Schatten sind. Das finde ich schon sehr verdächtig. Ah gut, wir wollen ja eine Höhlentour machen. Dazu habe ich ja schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ja hier eine Kiste stehen mit meinem Höhlentouren-Equipment. Und ohne Umschweife fangen wir dann auch direkt an. Wir gucken mal schnell, haben wir alles dabei? Wir haben was zu essen. Wir haben eine Waffe, wir haben Spitzhacken, wir haben einen Eimer mit Wasser. Was fehlt ist... Naja, fehlen ist relativ. Wir nehmen mal noch hier die Werkbank mit. Die man zwar mit einer Axt besser abbaut, aber egal. So, haben wir sie? Ja. Und dann gucken wir mal, was hier so passiert. Und da wir ja fast, sage ich mal, neu angefangen haben, kann man ja so sagen, durch mein Spiel im Creative habe ich nichts Besonderes. Ich habe hier nur so eine Eisenrüstung und ein Eisenschwert und davon ist nichts verzaubert. Also, haben wir genug? Ja, mach schon mal ein paar Stöckchen noch hier. Damit wir nämlich ein paar Fackeln noch nachlegen können, denn Fackeln, da muss ich jetzt ja wieder dran denken, das ist ja sonst stockfinster für euch. Und hier gibt es ganz viele Ecken, wo Monster rauskommen können. Ach ja, und einen Bogen habe ich übrigens auch nicht, da steht übrigens schon ein Skelett rum. Jetzt müssen wir ein bisschen mit Bedacht vorgehen. Ich habe ja schon ewig keine echte Höhlentour mehr gemacht. Eigentlich seit der Inselherausforderung nicht mehr. Hallo? Du bist ja hübsch. Naja, das erste Monster haben wir überstanden. Wollen wir jetzt da unten rein? Ne, wollen wir eigentlich nicht. Wir leuchten aber wenigstens dann hier die Gebiete aus. Ja, hallo. Na, das geht ja super los. Unser Ziel ist eigentlich nur Eisen. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon erläutert. Kohle besorgen wir uns ja über die Holzkohle. Ah, ein Creeper. Hallo. Und Gesellschaft von hinten. Ja, wunderbar. Okay. Das war so geplant. Sicher zum Explodieren gebracht. Alles gut. So, und wir haben auch ganz viel Erde dabei.
Ah, herrlich, Höhlentour. Ja, da baue ich mich jetzt erstmal hier den Rücken zu. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt immer von hinten angefallen zu werden. Das muss ja nicht sein. So, was ist das hier für ein Gang? Ach, herrje. So große Gangsysteme sind hier immer ganz schön. Aber auch super unübersichtlich und ich verlaufe mich ja in Höhlen sowieso. Das wisst ihr ja, wenn ihr die Insel gesehen habt. Und mit dieser Geräuschkulisse kann man irgendwie auch nicht so beruhigt arbeiten. Ja, klappert ihr nur. Solange sie da irgendwo in der Entfernung klappern, soll mir das recht sein. So, da ginge es jetzt noch hoch, aber hoch möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte ja eher runter. Die Frage ist nur, wie wir am schlauesten vorgehen. So, da ist es ganz hell, da ist Lava. Das ist schon mal schön. Lava wollte ich ja auch haben. Allerdings habe ich jetzt nur einen Eimer dabei. Ich bin aber auch dämlich. Denn wir wollten uns ja ein Netherportal gießen. Das war eine geile Stelle für einen Creeper. Huch. Wieso explodiert er denn gleich? Ah, noch so ein Pirat. Ach, herrje, das ist so eine große Kammer. Na, die auszuleuchten wird aber auch eine schöne Aufgabe. Ja, schießt den Zombie kaputt. Das ist okay. Na komm, mach hin. Oder muss ich erst selbst vorbeikommen? Ah, danke schön. So, und wir haben hier irgendeinen Spawner in der Nähe. Ich sehe hier nämlich einen Dungeon. Mal gucken, ob ich jetzt mal einen Creeper hinkriege, ohne dass er explodiert. Himmel. Ein Einäugiger. Sehr hübsch. So, jetzt gehen wir schon die Fackeln aus. Jetzt stellen wir uns mal mit dem Rücken zur Wand, damit wir alles hier im Blick haben und bauen mal schnell Fackeln. So, Fackeln haben wir gebaut. Kohle gibt es hier zwar auch ohne Ende, aber die will ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Ich sag schon wieder eigentlich, gell? Ah, furchtbar. Fackel. Fackel. Oh Gott, hier geht's ja richtig hoch. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier diesem vermuteten Spawner auf den Grund gehen können. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Skelett... Ich wusste, dass das jetzt nicht funktioniert, dass es ein Skelett-Spawner ist. Oh, da ist der Betrieb. Da komm doch mal näher. So, reicht denn mein Arm eigentlich so weit? Nein, ganz knapp nicht.
So, da ist auch der Spawner. Und Kisten haben wir. Und da unten wird geplanscht. Brot nehmen wir mal mit. Faden auch. Pferderüstungen, Sattel. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber... Ach, wir schleifen erstmal alles mit. Schwarzpulver ist gut. So, jetzt sind wir voll, können wir gehen. Nee, natürlich nicht. Wir haben noch viel zu wenig gefunden. So, ihr Brüder, ich hätte euch gerne mal weg. Was macht ihr denn da? Ach, die erschießen sich wieder gegenseitig. Das finde ich ja ganz nett. Treffe ich hier jemanden? Hallo? Oh. So, da waren es nur noch drei. Der eine trifft mich ständig. Ha. Ich treffe sie gar nicht. Okay, dann öffnen wir mal hier. Wie viel sind das denn? So, jetzt kommt mal wieder ein bisschen näher. Ja, ist ja gut jetzt. Ach, noch im Wasser. Hör doch mal auf, als nach hinten zu laufen, Feigling. Was ist das für ein Skelett, sag mal. Mann. So, das hat uns jetzt ganz schön was gekostet, aber wenigstens gibt es hier Eisen. Und ich kenne mich zwar auch nicht so perfekt aus, aber ich glaube, auf Wasser können die nicht spawnen. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Dann habe ich wenigstens hier meine Ruhe. Wir leuchten aber trotzdem mal aus, denn erstens möchte ich was sehen und zweitens ihr bestimmt auch. So, das Eisen dort habe ich auch gesehen, keine Sorge. Ja, von Unterwasser ist mir das zu kompliziert. Aber hier können wir hoch. So, der Raum ist dann also auch jetzt hier durch. Und es geht auch nicht weiter, okay. Dann können wir mal wieder zurück. Wir müssen uns ein kleines Treppchen bauen. Hier gibt es diesen komischen bemoosten Stein, der bei mir so hässlich aussieht. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Das war diese große Halle, die nach oben führt. Da hatten wir ja gesagt, das bringt uns jetzt irgendwie nicht wirklich weiter. Und da ist die Lava. Gehen wir doch mal zur Lava. Spinne. Okay, gehen wir mal zur Lava. Hört sich jetzt so einfach an. Wir sind aber leicht auf der falschen Höhe. Da müssten wir uns einfach mal... Hallo Fledermaus. Einfach mal runtergraben. Das sind dann so Auf- und Abgänge, die ich mir da erstelle, die ich dann nie wiederfinde. Ich kenne mich. Fledermaus, geh bitte mal aus dem Weg. Ich muss hacken. So, gucken wir mal vorsichtig um die Ecke. Hier sieht alles soweit sicher aus. Bis auf die riesengroße, unbeleuchtete Halle ist alles gut. Was bist du für einer? Du hast ja was am Auge. Ja, das mag ich ja überhaupt nicht. Unbeleuchtete Riesenhallen. So. Eisen. Sehr schön. Hier ist alles sicher und da ist auch meine Lava. Sehr schön.
nehmen wir mal hier noch das Eisen mit. Gold ist auch schön, kann ich aber glaube ich gar nicht mitnehmen, weil ich überhaupt keinen Platz mehr habe. Das ist super. So, dann bauen wir uns hier jetzt mal eine kleine Kammer hin. Und stellen mal einen Ofen auf. Und schmelzen schon mal das erste Eisen ein. Nimmst du mal die Uhr aus der Hand? Danke. Und dann gucken wir mal. Also da hinten ist jetzt außer der Lava nichts. Da geht es auch nicht weiter. Also schauen wir mal in Richtung dieses Ganges, wo schon wieder dieser Creeper rumrennt. Da sehe ich doch schon wieder Skelette rumhüpfen. Und sie haben mich auch gesehen, das ist doch schön. Haben wir alle was von. Nein, hat mich nicht gesehen, doch jetzt. Willst du denn hin? Dann will mich doch nur hier in die dunklen Gänge führen. Nee, 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 nee. Ah, mache ich nicht mit. So, hier ist jetzt sicher. So, da unten haben wir noch ein Skelett. Nach unten wollten wir ja sowieso. Aber irgendwie geht es hier überall nach unten. Das ist ein bisschen unglücklich. Habe ich ja echt ein bisschen Eisen vergessen. Naja, ja. Boah, Mann, Fledermaus, erschreck mich nicht so. So, wie sieht's aus hier? Läuft. Gut. Das Gold würde ich ja schon gerne mitnehmen. Einfach nur, weil es eine Höhlentruhe ist und man Gold gefunden hat. Ja, super. Schmeiß mal das Spinnenauge weg, damit kann ich eh nichts anfangen. Naja, so toll war es jetzt nicht, das Vorkommen. Und wir warten jetzt mal, bis unser Eisen durch ist. Ah, nehmen halt doch mal ein bisschen Kohle mit. Wenn man schon hier unten ist. Und ich sag schon mal gleich, ich glaube, meine Höhlentour wird ein bisschen länger werden. Nur ich kann euch jetzt nicht komplett mitnehmen. Denn jetzt bin ich einmal hier unten, jetzt ziehe ich das dann auch durch und das würde die Folgenlänge, die ich so habe, noch mehr strapazieren. Hier ist eine Höhle in der Nähe, ach was. Und das möchte ich eigentlich nicht, denn... Also ich selbst gucke ja auch immer Minecraft-Folgen und ich hasse Höhlentouren eigentlich als Thema in einem Video und... Wenn es dann irgendwo in die 40, 50 Minuten geht, dann ist das wirklich sehr anstrengend. Also für mich. Als Zuschauer. Wir können es ja so machen, dass wir einfach mal einen Break hier einlegen, wenn mein Eisen durch ist. Und ich melde mich dann einfach nochmal von unterwegs, wenn ich noch ein bisschen tiefer vorgedrungen bin hier. Und mal gucken, was da noch alles passiert. Genauso machen wir es. Was gucke ich eigentlich alles rein? Das dauert doch eh noch ewig. Und dann, ja, sehen wir uns dann nochmal wieder. Bis denn. So, wie versprochen, blende ich mich nochmal ein. Es ist jetzt eine Stunde später. Das haben wir jetzt alles hier zusammengesammelt. Ganz, ganz viel Eisen, da freue ich mich.
Und ja, ich habe hier ein bisschen Strip Mining betrieben, wie man ja unschwer erkennen kann. Ich hasse das eigentlich, aber ich, naja, mir blieb nichts anderes übrig. Diamanten findet man ja irgendwie sonst nicht, wenn man sie sucht. Die findet man ja nur, wenn man einfach so rumläuft. Hier habe ich dann auch noch ein paar Gänge abgezweigt und ja, ich habe auch Erfolg. Und den holen wir uns jetzt auch zusammen. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Da ist er. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein. Hier ist überall Lava in der Gegend und Wasser. Wir gucken erstmal, es sind schon mal zwei Diamanten. Ich habe ja logischerweise keine Behutsamkeitsspitzhacke, weil ich kann ja noch nicht verzaubern. Es sind schon mal drei Diamanten. Es sind vier Diamanten. Okay. Ui, es sind acht. So, jetzt schmeißen wir mal irgendwas raus. Was schmeißen wir denn mal raus? Das ist immer so eine tolle Frage. Erde. Sollst du dafür aber nicht den Stein nehmen? Genau, die Diamanten wollen wir haben, nicht den Stein. So, und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich mich persönlich viel zu wertvoll fühle. Und das bedeutet, wir müssen raus. Und da ihr ja auch wisst, dass ich total, ja, orientierungslos bin und jetzt nach über einer Stunde hier in Höhlen rumrennen sowieso, mache ich das wieder auf die ganz klassische alte Methode, nämlich treppchenweise nach oben. Ich hoffe, die Spitzhacken reichen soweit. Und ja, dann werde ich das ganze Zeug einsammeln. Ich werde auch die Monster wieder ausschalten, denn die nerven mich einfach auf der Baustelle. Ich will die jetzt nicht noch komplett ausleuchten, nur damit keine Monster spawnen. Ich denke mal, ihr versteht das, weil so groß wie diese ganze Grundplatte wird, ja, da bin ich ja Stunden beschäftigt, das auszuleuchten. Deswegen verschwinden die kleinen Viecher dann auch alle bald wieder. Ich werde sie jetzt nur noch mal kurz anlassen und mal im Sumpfgebiet vorbeischauen. Das ist auch in der Nähe des Schlosses, da einmal um die Ecke rum und gucken, ob da vielleicht ein paar Schleime rumspringen. Dann können wir uns auch noch ein bisschen Schleim besorgen. Das wäre ganz praktisch. Erstens könnte ich dann sogar Kolben bauen, wenn ich das möchte für irgendwas. Also klebrige Kolben. Oder auch Leinen. Dann können wir nämlich auch die ganzen Tierchen durch die Gegend zerren und müssen sie nicht immer mit irgendwelchen Leckerlis locken. Oh, Höhle, wie schön. Oh Gott, ich glaube, das ist eine Hexe. Nee. Auf dich habe ich jetzt so überhaupt keine Lust. Es sei denn, ich kann von hier oben runterschießen. Aber nicht mit acht Diamanten im Gepäck. Nee, 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 nee. Wir lassen die Hexe Hexe sein. Das kann ja dann nur schief gehen, wenn man auf dem Rückweg dann nochmal ein bisschen größenwahnsinnig wird. Das lassen wir mal schön bleiben. Und hoppeln jetzt hier mal hoch. Das Eisen lasse ich sogar liegen. Vielleicht kennzeichne ich mir auch den Eingang, wo auch immer ich jetzt rauskomme, das weiß ich ja selbst nicht so genau. Dann finde ich hier auch vielleicht nochmal zurück und kann nochmal, ja, hier die Gunst der Stunde nutzen, denn hier habe ich mich schon wirklich tief runtergegraben, damit ich das nicht nochmal machen muss. Das ist ja dann auch nicht so spannend. Das schmeißen wir jetzt weg. Das weg. Und ja, ich hoffe, das war jetzt für dich ein bisschen unterhaltsam, Bonnie. Ich glaube, die ganze Stunde, die wollte ich dir jetzt nicht antun. Und euch anderen, die ihr vielleicht das guckt, auch nicht. Ich habe auch Verständnis, wenn jetzt welche gesagt haben, nee, also Höhlentour, haben wir keinen Bock drauf, ist auch in Ordnung. Wir sehen uns ja dann wieder an der Baustelle und gucken, was wir mit unseren ganzen Schätzen so anfangen können, die wir jetzt gesammelt haben. Und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.